Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin heute bei der Freiwilligen Feuerwehr in Röttgesbüttel. Das sind wir! Perfekt. Feuerwilli ist jetzt ein bisschen in Montur, weil wir wollen jetzt mal gemeinsam etwas gröber werden. Es geht darum, was jede Feuerwehr schon in einem Verkehrsunfall helfen können, machen können, mit wenig Mitteln, okay? Technische Hilfeleistung hört sich vielleicht etwas kompliziert an. Es geht nur darum, Leuten zu helfen, die in Not sind und zum Beispiel in ein Fahrzeug eingeklemmt sind oder dem man helfen will. So, ne? Das ist eine technische Hilfeleistung. Man hilft ihnen irgendwie technisch, da rauszukommen. Und da haben die meisten ja von euch diese Feuerwehrtaschenmesser, ganz normale Messer, wie man so halt kennt. Und die haben halt nicht nur Messer, mit denen man halt arbeiten kann, sondern die haben auch andere Funktionen. Und zwar gibt es hier diesen kleinen Dorn da dran. Kann man hoffentlich erkennen. Und ich will jetzt mal zeigen, dass dieser kleine Dorn soll ja die Kraft auf eine kleine Fläche bündeln. Wichtig ist jetzt, komplette Schutzausrüstung, alles zumachen. So. Wenn ihr dieses Visier habt, das sieht nicht nur cool aus, dafür ist das da, runter machen. Das ist euer Schutz. Okay. Und jetzt werde ich dann mit diesem Dorn mal eine Scheibe erstmal locker drauf und dass ihr seht, was passiert auf so einer Seitenscheibe, okay? Los geht's. Das war nicht viel Kraft, ne? Das verspringt also in 1000 Teile. Die kleineren Fenster gehen etwas schwieriger. Aber auch nicht viel, okay? So ein kleines Ding. Ich versuche jetzt mal nur mit der Hand, vielleicht mit einer normalen Fläche, das aufzuhauen, ob das geht. Versuchen wir mal. Schlecht, man muss die Kraft bündeln, aber da reicht schon sowas aus, ne? Okay? Aber nicht so gut. Also eigentlich braucht man gar nicht viel Kraft. Also ich sag mal, um das zu zeigen, ich versuche es mal ganz kurz was. Nicht ganz. Und nur, dass man ein Gefühl dafür kriegt, ne? Das ist wenig Kraftaufwand, okay? Einmal noch vorne, geht relativ leicht. Und das ist offen. Jetzt kommen wir mal zur Windschutzscheibe. Komm mal bitte rum. Ist ja noch größer, müsste einfacher gehen. Schauen wir mal. Steinschlagschaden, mehr wird das nicht, ne? Keine Chance. Windschutzscheiben kaputt zu machen. Dazu brauchen wir mehr Technik, weil die sind ineinander verklebt. Das sind Sicherheitsgläser. Die gehen nicht damit kaputt. Mehr als sowas wird auf der Dauer nicht klappen. Das heißt, dafür gibt es spezielle Sägen. Das werden wir in einem separaten Video machen. Nur, dass ihr wisst, damit geht es nicht. Okay? Aber jetzt wisst ihr, wofür dieser Dorn ist. Da wir das gerade in der Hand haben, hier ist noch eine Kleinigkeit. Und zwar ist hier noch ein kleiner Schneider dran. Da habe ich einmal mit diese beim Vorhaltebecken die Folie mitgeschnitten. Jetzt kann man sehen, wofür das eigentlich gedacht ist. Und jetzt hält man das ein bisschen stramm. Das muss ein bisschen straff sein. Und dann schneidet man den durch. Ne? Das gehört eigentlich zur Grundausstattung meiner Feuerwehr dazu. Dieses Schneideisen oder, ja, wie nennt man das noch, Moritz? Blechaufreißer. Blechaufreißer, genau. Man hat hier zwei Seiten, eine Spitze und einmal hier so eine kleine Art Blechhebeschere. So, was macht man damit? Es geht mir hier um, das ist eigentlich mehr zum Blech durchstanzen. Und zwar kann ich hier oben ein Loch reinhauen. So, damit ich das hier ansetzen kann. Das ist schon ganz schön stabil. Einmal muss ich noch. Da soll man einer sagen, VW ist nicht Qualität. Da kommt es aber schwer durch. Aha.
So. Und so kann man halt Blech schneiden, ne? Indem man es nach vorne hebelt. Und natürlich auch den Hebel nutzen, möglichst weit oben anfassen. Okay, geht zur Not auch. Ist aber anstrengend.